Doch immer wenn's am schönsten ist, geht's zur Einzelstunde ins Klassenzimmer. Die Welpen sollen auf Kommando lernen zu stoppen. Wir starten mit einem neuen Kommando, und zwar einem, was oft unterschätzt wird und sehr, sehr wichtig ist. Ein Sicherheitskommando, nämlich ein Stopp. Wir möchten am Ende erreichen, dass unsere Welpen aus jeder Situation zu stoppen sind, also einfrieren an Ort und Stelle, bis wir das auflösen. Rocky ist unser erster Kandidat dafür. Die Dana fängt mal mit ihm an. Ihr lauft mit eurem Hund los und dann kommt mit der Hand als Hilfe ein kurzes Signal. So, das macht ihr ein paar Mal und dann kommt die erste Steigerung, und zwar in der Form, dass wir Hilfen abbauen. Das heißt, dann geht die Hand gleich gar nicht mehr so stark dahin und wir schauen, ob der Rocky trotzdem sich so schön hinsetzt. Stopp. Toll. Super. Ich habe ein richtig gutes Gefühl hier beim Rocky. Ich glaube, wir können noch mal eine Stufe weitergehen. Versuch doch mal komplett ohne Hände das Ganze zu machen. Okay, Rocky. Ciao, mal los. Stopp. Super. Wow, sehr gut. Sehr gut. Wenn ihr euch vorstellt, da kommt plötzlich ein Hase aus dem Gebüsch, ist es manchmal tatsächlich effektiver, den Hund ins Stopp zu rufen, als zurückzurufen. Weil diese Hürde ist für ihn natürlich schwerer. Und wenn ich das so kleinschrittig aufbaue, dann werden wir auch dahin kommen. Na, das sollte für Einserkandidatin Rosi doch kein Problem sein. Also, wir gehen los. Und dann kommt Stopp. Und sie setzt sich auch sehr schnell hin. Blickkontakt, jetzt. Und los geht's. Wenn ihr die Hände nicht mehr zum Einsatz nehmen wollt, könnt ihr trotzdem noch eure Körpersprache benutzen. Ich zeige euch das mal. Komm mal her. Stopp. Ja, die Hände waren nicht im Einsatz, sondern nur der Oberkörper. Ich glaube, du kannst das schon nur noch mit dem Wort machen, André. Das sieht total gut aus. Ich probiere es mal. Ja. So, wir steigern. Los geht's. Und stopp. Komplett ohne Hilfe bleibt sie stehen. Ich steigere jetzt schon extrem viel. Das heißt, ich werde jetzt noch mal gehen, Stopp sagen und losrennen, also einen starken Impuls sofort dahinter bringen. Weil das kann euch ja auch draußen am Ende passieren. Gucken wir mal, ob die Rosi das auch schon schafft. So, wir gehen los. Rosi, komm. Stopp. Hä, warum rennt der mit meinem Futter weg? Wahnsinn. Die Rosi ist echt so toll. So, das ist wirklich jetzt schon außergewöhnlich. Aber bei dem Impuls, ne, dass sie da jetzt schon sitzen bleibt, das lässt hoffen für draußen, wenn die Ablenkungen richtig stark werden. Ich glaube, die Rosi würde es mal ganz toll machen. Ich habe ja auch einen guten Lehrer. Mit den Klassenkameraden geht's mit der gleichen Übung raus in den Park. Bei uns geht's weiter mit unserem Stoppsignal, und zwar Stufe 2. Ich fange mal mit dem Goethe an. So, wir setzen unseren Hund ab, entfernen uns so 5, 6, 7 Meter. Das sollte schon klappen. Jetzt lösen wir auf und laden den Hund ein zu kommen. Und nach kurzer Zeit rufe ich Stopp und gleichzeitig werfe ich mein Spielzeug. Das ist die erste Stufe. So, Goethe, jetzt Stopp. Und er darf hinter dem Spielzeug herjagen. Und er hat jetzt noch nicht wirklich gestoppt. Und wir stellen auch fest, dass wir bei ihm kein Spielzeug nehmen, sondern Futter, weil da reagiert er so gar nicht drauf. Komisch, Spielen macht doch so viel Spaß. Dann eben mit Futter. Spiel ist das Gleiche. Also ich lade ihn ein. Goethe, jetzt Stopp. Genau, so kurz, knapp hinter den Hund. Und wenn er da ein bisschen braucht, um das zu finden, macht nichts. Wichtig ist einfach, dass er auf meine Armbewegung reagiert und stoppt. Diesmal werde ich nicht direkt werfen, sondern ich werde leicht verzögern. Goethe, jetzt Stopp. Fein. Dann werfe ich das Leckerchen dahin. Dana, vielleicht machst du mit Wilma weiter? Gerne. Jetzt Stopp. Sehr gut. Jawohl, wo ist es? Okay. So, meinst du, du bist schon bereit für die nächste Stufe? Gucken wir mal. Wieder muss Wilma beim Stoppsignal zuerst stehen bleiben. Jetzt Stopp. Jawohl. Sehr gut. Jetzt konnte man das wirklich sehr schön sehen. Die Wilma ist wirklich so stehen geblieben an Ort und Stelle. Diana hat dann sofort gemarkert und dann verzögert geworfen. Das heißt, auch dieser Schritt funktioniert schon bei ihr. Nach 5 Schulwochen haben sich die Welpen prächtig entwickelt. Ob das auch für Nala und Rosi gilt? Im Loft hat es ja schon wunderbar geklappt mit der Rosi. Vielleicht können wir hier draußen schon noch weitergehen. Mal gucken. So, dann laden wir sie ein. Jetzt. Und Stopp. Und werfen. Oh. Sie setzt sich direkt hin. Das ist selten. Das ist sehr, sehr gut. Das nehme ich natürlich mit. Dann wird das hier direkt 4, 5 Mal belohnt. Und Rosi liefert nicht nur einmal eine perfekte Klassenarbeit ab. Ja, die Rosi macht das jetzt hier auch draußen fantastisch. Wir können sogar eine Stufe auslassen. Und ja, dann ist es wie in der Schule, ein hochbegabtes Kind. Die Rosi ist echt super. Nala hat da noch ein bisschen nachzuholen. Klar, das Mischlingsmädchen ist ja auch erst seit einer Woche in der Klasse. Jetzt Stopp.
Ja. Ja, fein. Sehr gut. Ey, das war auch großartig. Sie bietet direkt einen Platz an. Hier kann man auch noch mal die Unterschiede sehen. Manche Hunde setzen sich, manche bleiben einfach stehen und manche legen sich wie jetzt die Nala. Es ist am Ende egal. Hauptsache ist, dass wir dieses exakte Stoppen haben. Stopp. Ja, ja. Prima. Gut. Und jetzt. Lass. Total gut. Nala ist offenbar angekommen. Die Belohnung? Eine ausgiebige Spielrunde für die Freunde. Doch Vorsicht, nicht zu wild werden, dann gibt's Ärger vom Klassenlehrer.